When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? Willkommen bei Mumpitz und Glitzer, Weird Sisters, unser Sonderformat, was eventuell häufiger irgendwann mal wiederkommt. Wir sitzen jetzt zu dritt zusammen mit Nils und Markus, bei Hallo. Markus zu Hause in Köln, genau. Der schwulen Hauptstadt überhaupt. Überall sind hier Homos, wir kommen hier eigentlich gar nicht mehr raus, weil die uns die Türen hier verbarrikadiert haben und einfach nur noch schreien und stöhnen draußen auf uns warten. So ein Quatsch, wenn es doch bloß so wäre. Das klingt jetzt wie die CSD-Version einer Zombie-Apokalypse. Also, gibt es da Pornos drüber? Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das Klischee von Köln als Schwulenhauptstadt überhaupt nicht zutrifft. Ich glaube, du bist einfach nur blind auf dem Auge, weil du das immer nur hast. Ja, aber vielleicht ist das, das weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht auch, weil ich so andere Städte nicht so gut kenne, abgesehen von Berlin. Und Berlin ja doch so viel größer ist als Köln. Denke ich halt immer, ja, im Vergleich zu Berlin ist in Köln ja nichts los. Vielleicht, und wenn ich Köln aber irgendwie vergleichen würde mit, was weiß ich, Stuttgart oder Hannover, dann ist vielleicht doch relativ viel los hier. Ja. Ja. Ich glaube, genau, für die Größe der Stadt ist die Szene, glaube ich, ziemlich groß. Ja. Wir sind schon mitten im Thema. Wow. Unglaublich. Hat jemand die Szene gesagt. Müssen wir noch irgendwie sonst noch vorstellungsmäßig was machen? Nö, ne? Ich weiß nicht. Jeder sollte uns mittlerweile kennen. Wir sind ja so bekannt. Wir sind omnipräsent. Also, ich meine, neben Holgi sind wir eigentlich so genauso bekannt wie er mittlerweile. Ja. Sollte er das einzige sein. Schwule deutsche Podcast-Label. Ja, aber ich glaube, das stimmt aber doch, oder? Ja, wobei die bösen Buben, die sind ja wieder da. Ja. Also die Leute mit der richtig schlechten Tonqualität und mit den furchtbaren Themen und die essen beim Podcasten, was wir ja nicht machen. Also wir sind aber ja Vorbilder. Wir machen dafür. Uns schon so unbeliebt direkt den am Anfang. Den ich sehr liebe. Das macht nichts. Ich habe die, wie heißen die? Die bösen Puben? Mhm. Habe ich auch noch nie gehört, muss macht ich gestehen. Nichts. Das ist in Ordnung. Aber wir müssen uns doch gut stellen mit allen anderen Podcasts. Das ist mir egal. Wir sind state of the art, was jetzt Gay-Podcasting in Deutschland angeht. Deswegen okay. Sind wir so ein bisschen hochnäsig. Okay, so gut, wenn du das sagst, dann. Nein, alles gut. So, jetzt bin ich auch direkt schon ans Headset gekommen mit meiner Hand. Ich muss. Bitte nicht bewegen, beweg dich bitte nicht. Das fällt mir das arme schwer. Headset. Ja, wir machen einen Laber-Podcast, einen schwulen Laber-Podcast. Genau. Was ist denn das eigentlich? Nils. Das ist, wenn man zusammensitzt und immerhin haben wir uns die Mühe gemacht, uns Themen vorher hinzulegen. Das ist ja schon mal was. Mhm. Aber einfach so drauf losredet und kein geschlossenes Format hat. Also Laber-Podcast ist, wenn Männer sich zusammensetzen. Stimmt. Und einfach reden über mehr oder weniger belanglose Dinge. Also ich finde das meistens nicht belanglos. Auch wenn es Labern ist, in Anführungszeichen, finde ich, auch wenn wir jetzt die Mikros nicht anhaben, reden wir ja auch über Themen, die interessant sind, die eventuell auch andere Leute interessieren könnten. Dementsprechend finde ich das, diesen Begriff auch so ein bisschen komisch. Ich hätte ein Gegenbeispiel zu deiner Theorie, dass es immer nur Männer sind. Ich kenne einen, wo es vier Frauen sind. Ja, welcher denn? Lady to Lady heißt der, kommt aber aus L.A. Okay. Also kein Deutscher. Ja, aber sehr lustig. Diese Vergleiche habe ich jetzt noch nicht so. Nee, es gibt, glaube ich, ich kenne auch wirklich nur einen Laber-Podcast mit zwei Frauen, wo ich jetzt aber natürlich den Namen vergessen habe. Heiter Scheitern war sowas ähnliches. Ich weiß nicht, ob die noch sehen werden. Ja, aber die hatten ja schon so ein, die waren ja schon so thematisch, die haben ja das schon stimmt. Jetzt nicht, oder? Ja. Aber ist der Lila-Podcast nicht auch ein Laber-Podcast? Na, die haben ja auch ein Thema. Es ist halt die Frage, was ist jetzt, was versteht man jetzt unter Laber-Podcast? Wie viele Leute braucht man denn für einen Laber-Podcast? Ich finde, drei würde ich jetzt in meinem Kopf als Minimum denken, aber ich weiß gerade gar nicht, ob ich würde sagen, ab zwei. Echt? Ist das nicht ein Interview? Also in dem Sinne ist Mumpitz und Glitzer euer reguläres Format auch ein Laber-Podcast und das E&U-Gespräch ist auch ein Laber-Podcast mit einem Thema halt. So. Ich finde auch, die Laber-Podcasts haben ja auch alle irgendwelche Themen.
Also ich meine, so die ganzen Holgi-Sendungen sind ja auch so Laber-Podcast-Formate. Ah. Anycast ist ein Laber-Podcast. Ich finde, Anycast ist ein guter Laber-Podcast. Weil sie durch ihre thematische Einschränkung ein so großes Gebiet aufmachen, dass sie über alles reden können. So mit Bahn, Moral, wir weiß nicht, Heimat, die funktionieren einfach Recht. Gut. Ja, vielleicht ist es die Dynamik, die den Laber-Podcast ausmacht. Also ich habe das Gefühl, es gibt diese Dude-Bro-Laber-Podcasts, wo halt irgendwie 2 bis 5 heterosexuelle Dudes sich zusammensetzen und über irgendwelche Themen reden. Technik. Und ja, nee, es gibt halt, die auch über, ich weiß auch gar nicht, ob ihr die hört. So. Also da finde ich, die Mikrodilettanten sind da immer noch das beste Beispiel. Ja, du hörst sie nicht, Chris. Und wenn da halt die Dynamik gut ist und die Themen interessant, dann finde ich das super. Themen sind gar nicht so wichtig. Das ist es ja. Das mag ich an Laber-Podcasts, sondern dass die Dynamik halt meistens so wichtig ist. Aber wenn die dann nur über Technik oder über Sport reden, dann höre ich mir das nicht an. Ja, okay. Also bei so monothematischen. Aber wenn es jetzt kein festgelegtes Thema gibt, wie zum Beispiel bei den Mikrodilettanten, wo man einfach nur weiß, dass sich drei Persönlichkeiten treffen und dann passiert irgendwas, dann finde ich die Dynamik halt wichtiger als das Thema. Dann ist das Thema manchmal echt zweitrangig, sondern das stimmt. Was da drum passiert, so an Dynamik, ist dann irgendwie wichtiger. Das stimmt. Das heißt, unsere Themen sind egal, auch wenn wir sie zusammengetragen sind. Okay. Aber wir haben ja Themen. Ich höre auch gerne diesen Gästeliste Geisterbahn-Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von dem Nils Bokelberg und so. Das ist neu, ne? Ja, ist noch nicht so lange. Sind auch super witzig. Und da finde ich es halt auch, sind halt auch alles so die Dude-Bros. Ja. Aber das Gute ist, dass die, ich finde, die sind halt so selbstironisch. Mhm. Das kann ich mir gut anhören. Ja, ich höre ja mal Radio Nukular. Das finde ich zum Beispiel, das höre ich mir nicht. Da ist doch einer, so ein Typ, der immer mal wieder so sexistische Sprüche bringt. Max. Kann sein. Einer von denen ist doch auch so ein Hip-Hopper, oder? Max. Ja, den finde ich anstrengend. Ja, ist er auch. Sie sind alle drei anstrengend, außer Dominik Hammes, der macht ja auch diese Medienkuh. Genau. Und das ist eigentlich auch der professionellste. Alle anderen sind so Penis, Vagina. Das ist teilweise echt anstrengend, aber die Themen sind interessant, vor allem wenn du so in unserem Alter bist und mit denen so aufgewachsen bist und die Medien so mitgenommen hast. Ne? Das ist ganz interessant, auch wenn du dich ein bisschen mit Videospielen auseinandersetzt. Das ist schon sehr nett. Stimmt. Und das haben halt diese, das was ich jetzt als Dude Bro Laber Podcast bezeichnet habe, ganz häufig, dass die halt über ihre Kindheit. Medienkonsum seit der Jugend oder in der Jugend sprechen, ja. Und die verfallen auch immer in diese Falle, dass sie Sachen wie Feminismus, wenn die dann anfangen darüber zu sprechen oder Schwule, Lesben, dass die immer irgendwas Falsches sagen. Also immer so Sachen, die einen immer wehtun, wo ich dann immer denke, so, haltet lieber den Mund, hört lieber auf, darüber zu reden. Oh, jetzt habt ihr es gesagt. Naja. Also entschuldigen wir uns jetzt schon bei allen Hörern. Nee, also wir dürfen uns nicht entschuldigen. Wir müssen uns nicht entschuldigen. Wir dürfen das ja. Oh Gott. Nein. Ich denke mal, unsere Meinung ist dann dementsprechend schon ein bisschen selbstreflektierter, würde ich sagen, oder? Fangen wir mal mit einem eigenen an. Also zumindest in den Bereichen. Ich meine, in Sachen Feminismus und in Sachen Schwulsein denken wir, glaube ich, ein bisschen mehr darüber nach, als es die normalen durchschnittlichen Heteros machen. Würde ich sagen. Würde ich jetzt behaupten. Bleibt ja nicht aus. Ja, eben deswegen. Also deswegen glaube ich nicht, dass wir extrem sexistische Sprüche einfach so raushauen würden, weil wir einfach nicht drüber nachgedacht haben. Sondern wenn wir sie raushauen, dann riecht dann mit voller Berechnung. Ja. Okay, gut. Dann haben wir doch schon eine Agenda. Ja, auf jeden Fall sind wir ja alle anscheinend pro Laber-Podcast. Es gab ja diese Diskussion vor einem Jahr oder so war das. Und wo ich mich auch sehr gewundert habe. Aber das ist der Nikolaus Seemark hat das ja so ein bisschen losgetreten. Ich glaube, der hat das ja dann doch gar nicht so gemeint, angeblich. Ja. Weil er auch selbst so ein Format hat. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, wir hören alle sehr gerne Laber-Podcasts. Ja. Allgemein sehr viel gerne. Ja, aber also das Format hat halt
Es gibt wichtige Nischen, wo das Format dann wichtig ist. So. Also es gibt so bestimmte Zeiten, in denen ich Laber-Podcasts höre oder weiß nicht. Also Nischen in deinem... Im Tag. Ja. Im Tagesverlauf oder so. Beim Abwasch zum Beispiel. Bügeln, wenn ich bügeln würde. Ich habe eine Spülmaschine. Ich bügel nicht. Bügeln ist, glaube ich, auch so ein Klassiker, ja. Und beim Putzen oder so höre ich tatsächlich am liebsten Hörspiele. Ja, ich höre am liebsten Hörbücher beim Putzen. Bücher geht nicht. Ich höre immer Podcast, immer. Ja, ich auch. Immer. Ich werde auch nervös, wenn ich keinen habe zum Hören. Also ich bin wirklich, wenn ich von irgendwas abhängig bin, dann ist es von Podcast hören. Aber dass ich noch keinen mehr hatte, das ist schon lange her. Ich bin eher immer überwältigt von der Vielzahl, die ich noch zu hören habe. Hört ihr nach? Hört ihr Podcasts nach? Wenn ich neue entdecke? Ja, wenn ich neue entdecke und die gut finde, ja. Regelmäßig. Ich mache das total selten, außer wirklich nur bei Sachen, die mich total interessieren und wo es eventuell immer so Interviewformate gibt mit Leuten, die ich interessant finde. Aber ansonsten, das überwältigt mich so, diese Masse, die man dann nachhören müsste. Dafür habe ich keine Zeit. Gerne. Und gerade bei Laber-Podcasts geht das echt gut, weil die dann ja meistens nicht zeitaktuell sind, wo das schon outdated ist, wenn man das ein Jahr später hört, sondern weil das eben so eine innere Dynamik ist oder die über Alltagsgeschichten reden oder so. Und dann ist egal, von wann man das hört. Und diesen Lady-to-Lady-Podcast, den ich vorhin erwähnt habe, zum Beispiel, den habe ich in irgendwie so einer depressiven Phase irgendwann mal erwischt und dann hatten die da schon 60 Folgen von produziert und dann habe ich die echt am Stück durchgehört und dann hatte man so das Gefühl, den ganzen Tag mit Freundinnen zusammen zu sitzen. Ja, aber genau das ist doch auch das, was ich zum Beispiel an Laber-Podcasts so mag. Genau. Man hat das Gefühl, dass man menschlichen Kontakt hat, auch wenn man keinen hat und man kriegt kein Judgment, weil eigentlich kennen sie einen ja nicht und man sitzt nur so am Tisch. Das Einzige, was dann wirklich hart ist, ist, wenn man einsteigen will. Also wenn man dann denkt, jetzt würde ich was sagen an dieser Stelle oder ja, so. Was du auch schon erwähnt hattest, dass Leute sich bei irgendeinem Thema nicht auskennen oder so ein bisschen eiern oder Halbwissen verbreiten und man selber kennt es zufällig genau oder so. Ja. Dieses Gefühl, das ist dann sehr schmerzhaft. Ich will nicht wissen, ich glaube, mein Podcast, also das E&U-Gespräch, wir haben, glaube ich, vielleicht 20 Hörer oder so. ich will aber nicht wissen, wie oft da dann schon jemand, der da mal reingehört hat, gehört hat, boah, was reden die da für einen Quatsch? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist mir persönlich bei eurem Podcast noch nicht passiert, aber ich habe ja die Björk-Folge immer noch nicht gehört. Leider. Die großartige Björk-Folge. Zwei Stunden. Ich denke, hier klingt es schon so intellektuell, dass sich keiner mehr traut. Ich muss sagen, ich habe letztens noch mal eine Folge von uns gehört und habe auch gedacht, oh scheiße, wir klingen schon sehr snobbistisch. Und habe gedacht, oh scheiße, das will ich eigentlich gar nicht. Aber es bleibt vielleicht auch nicht aus, wenn man über ein Thema redet. So. Ja, ihr bereitet euch halt vor. Ja, also das merkt auch man. Viel weniger, als ihr vielleicht jetzt denken. Aber es klingt nach viel Vorbereitung. Ja. Ich glaube, Benjamin kann das sowieso ganz gut, weil er ist in den Themen viel mehr drin so und ich lese mir dann vielleicht ein bisschen was an und bin dann auch ganz nervös, ganz häufig. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, obwohl ich selber ja eigentlich so was überhaupt nicht leiden kann, wenn Leute so so snobbistisch wirken oder so, weiß ich nicht, so von oben arrogant, ja. Fand ich es dann doch erschreckend, dass ich, als ich selber unseren Podcast gehört habe und gedacht habe, das mag vielleicht auch Leute abschrecken. Und gerade wenn es dann halt mit so einer Haltung vorgetragen wird, das Thema, und dann aber auch, ja, vermutlich auch viel Quatsch erzählen. Also ich glaube, wenn ich unseren Podcast hören würde und mich mit den Themen auskennen würde, dann fände ich das, glaube ich, ganz anstrengend. Okay. Naja. Ja, aber wenn man die Themen noch nicht kennt, das ist total gut. Und die Haltung ist dann halt wichtig, weil es einen dann interessiert. Also gerade wenn ihr einen Konflikt habt, merkt man sich das Thema viel mehr dann. Wenn wir einen Konflikt haben, Benjamin und ich, ja? Ja, also. Okay. Ja. Haben wir ja. Also was heißt ein Konflikt? Wir diskutieren ja über Themen, ja. Ja, ich meinte nicht, dass ihr euch haut. Nee. Das kommt erst danach. Aber ich finde, das ist ein schöner Einstieg für so ein Thema. Also wenn du dich noch nie mit einem Thema beschäftigt hast, und ihr sprecht dann manchmal wirklich so Sachen an, wo man sich noch nie mit beschäftigt hat. Ja, genau. Hat. Normalerweise, wenn du nicht in diesem Kunstthema bist zum Beispiel, dann explizit fängst du dann meistens bei irgendwas anderem an. Sowas wie Andy Warhol zum Beispiel. Mhm. Und dann hört man sich eure Sendung an und das ist, finde ich, ein ganz angenehmer Einstieg, weil ihr halt nicht wirklich alles rausholt, aber auch nicht zu wenig. Mhm. Das ist danke für das Lob. Ja, sehr gerne. Shameless self, danke. Ja. Im weitesten Sinne. Genau.
Ja. Ja. Was ist denn jetzt so das zweite Thema, was wir ansprechen wollen? Wir haben ja eine Liste, wir haben einen Redaktionsplan. Das sagen die doch bei, wo sagen die das immer noch? Ich glaube auch bei Gästeliste Geisterbeiner, gucken die immer auf den Redaktionsplan, ja. Nummerieren die durch im Gegensatz zu uns? Was ja ein bisschen blöd von uns war, ist, dass diese Liste hier auch so ein bisschen durcheinander ist und man sieht so viele Infos und man muss erstmal den kompletten Text lesen, um rauszukriegen, welches Thema ist denn das? Naja, wie dem auch sei, da so viel Metathema sollten wir jetzt auch nicht reinhauen. Also ein Punkt, den wir hier stehen haben, ist der Gaydar. Ob es den gibt. Nils, wir hatten das ja ein bisschen bezweifelt im Vorgespräch. Ja, meine. Sollen wir da mit einsteigen? Oder können wir machen. Also Nils sagt nein, du sagst, Markus. Vielleicht darf ich das Nein noch ausführen. Nein. Das halt, ja, genau, Nils. Warum hast du das Gefühl? Nein, lass erst mal so in die Runde gehen und mal gucken, zumindest kurz, wer jetzt glaubt, dass es ein Gaydar gibt. Jetzt nicht komplett begründen, das können wir gleich machen. Okay, dann sage ich, es gibt keinen Gaydar. Markus? Ich finde es halt total interessant, Ja oder nein, Markus? Ich glaube, ich habe einen. Okay. Ich glaube auch, es gibt einen und ich glaube auch, dass ich einen habe. Also stellen wir fest, ich bin nur besonders schlecht darin. Vielleicht bist du ja auch hetero. Nein. Nee, ich glaube, du bist einfach zu lange schon in einer Beziehung. Meinst du, es liegt... Nee, ich war noch nie gut darin. Tatsächlich. Okay. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Wie kamst du denn eigentlich auf dieses Thema Gaydar? Wir müssen vielleicht erstmal erklären für unsere nicht-homosexuellen Zuhörenden, wobei es sich darum handelt. Mhm. Der Gaydar ist die Legende davon, dass man andere Männer als schwul erkennt. Ja, oder ja, potenzielle Sexualpartner. Wie das bei Lesben ist, vermutlich ähnlich. Ja. Weiß ich nicht. Aber ja, dass man halt als Schwuler andere Schwule erkennt. Genau. Warum auch, also auf was für Gründen auch immer. Das finde ich halt total spannend. Warum? Woran erkenne ich das? Ja. Ich habe so ein paar Ideen, aber es gibt irgendwie kein klares Prinzip so. Also das wäre gut, wenn es eins gäbe, weil dann könnte ich das ja in Zukunft einfach benutzen, um sicher zu sein. Aber mir ist das halt schon mehrmals passiert in beide Richtungen, dass ich auf die Fresse gefallen bin dabei. Also, dass du Leute für schwul gehalten hast und dann waren sie hetero und umgekehrt. Genau, ja. Also und jedes Mal denke ich mir halt, okay, lass das. Versuch nicht mehr davon auszugehen. Also, vielleicht ist es insofern mit meiner Beziehung zusammen, weil ich dann denke, ach, ist ja eigentlich auch egal. Kommt ja nicht als potenzieller Sexualpartner in Frage oder so. Was natürlich eigentlich auch Quatsch ist, aber dass ich da deswegen nicht so drüber nachdenke, aber man geht ja trotzdem davon aus, also auch wenn man versucht, ganz offen open-minded zu bleiben quasi. Selbst wenn man versucht, Leute nicht einzusortieren, macht man das irgendwie automatisch oder ist dann, wenn man nach 6 Monaten feststellt, dass es genau andersrum ist, total irritiert davon, weil man merkt, dass sich das Bild dieses Menschen total verschiebt. Nur weil man plötzlich weiß, dass seine sexuelle Orientierung eine andere ist. Vielleicht schlüsseln wir das ein bisschen auf. Woran kann man denn festmachen, dass eine Person eventuell schwul ist, dass man das weiß? Das finde ich auch interessant. Ob die Person jetzt schwul ist oder nicht. Welche Merkmale sozusagen? Kann man das sehen? Kann man sehen, ob jemand schwul ist? Ich finde schon das Nachdenken darüber eigentlich unsinnig. Unsinnig? Unsittlich. Also fast so. Gehört sich nicht. Genau. Ja, da stimme ich dir auch größtenteils zu. Aber weil es ja direkt wieder darum geht, um Kategorien. Genau. Und du sortierst Leute ein in Kategorien. Das stimmt. Und um Abweichungen von Geschlechtsrollen und so, sowas. Genau. Ich beobachte an mir selbst halt, dass ich glaube, ich habe so 2 Arten von Gaydar. Wenn ich Leute auf der Straße sehe, funktioniert der, glaube ich, einigermaßen gut, aber wenn ich Leute irgendwie so tatsächlich kennenlerne, ohne zu wissen, ja, okay, was ist denn jetzt deren sexuelle Präferenz, bin ich da, glaube ich, ganz schlecht dran. Und da merke ich halt auch, da ist es mir auch ganz oft egal.
abgesehen, wenn ich jetzt auf irgendjemand, wenn ich jetzt irgendjemanden heiß finde oder so, dann fände ich es natürlich schon interessant, aber das ist halt auch jetzt nicht so häufig vorgekommen. Nee, aber ich finde es halt interessant, wenn ich, weiß ich nicht, durch die Stadt laufe und dann Typen sehe und ganz oft denke ich, oh ja, die sind schwul. Ja, und das dann denke ich aber warum, woran machst du das jetzt fest? Und da habe ich mal so ein bisschen überlegt, das ist auch noch nicht ganz, also meine Überlegungen sind auch noch nicht ganz abgeschlossen. Mhm. Ich denke, ja, okay, was sind das für Merkmale? Also ganz klar, wenn es irgendwie zwei Typen sind, die irgendwie, die müssen ja noch nicht mehr Händchen halten oder so. Aber die dann denke ich, bitte? Die Distanz ist es dann meistens. Die sind, stehen näher. Ja, ja, aber auch die Tatsache, dass sie zu zweit rumlaufen, ist, glaube ich, schon mal ein Merkmal. Und ich würde sagen, das sind auch dann immer, also dass, wenn ich jetzt irgendwie von Merkmalen oder so oder von Bestandteilen, die diesen Gator ausmachen, dann würde ich jetzt nicht sagen, das ist immer hundertprozentig zutreffend, sondern das sind irgendwie Bestandteile, die so ein Bild ergeben oder die mir dann selbst irgendwie die Idee geben, oh ja, die könnten schwul sein. Mhm. Und es sind aber auch so Blicke, dass du halt von schwulen Männern halt auch anders angeguckt wirst als von Heteros. Ja. Und es ist Kleidung. Also ich habe da immer so eine Masche. Ich gucke den Leuten in die Augen. Ja. Heteros gucken sofort weg. Schwule gucken zurück. Und wenn die dich sympathisch finden, dann gucken sie länger. Wenn sie dich unsympathisch oder nicht anziehend finden, dann gucken sie auch relativ schnell weg. Aber langsamer als Heteros. Weil Heteros versuchen so diesen, da ist ja diese Rivalitätsgeschichte immer. Sie versuchen halt, wenn die jetzt keinen Stress haben wollen, einfach dann diesen Augenblick ja sich zu enthalten und halt einfach dem zu entfliehen, weil die Leute das auch unangenehm finden, wenn man den Leuten in die Augen schaut. Ich glaube, weiß ich nicht, ob das meine Theorie. Die Erfahrung gemacht hat. Ich glaube, Heten gucken vor allem deswegen schnell weg, weil es für sie nicht wichtig ist, in der Öffentlichkeit. Genau, unter anderem, denke ich mal. Rauszufinden, ob jemand jetzt in Frage kommt oder nicht, weil sie einfach davon ausgehen, dass jeder in Frage kommt. Bei Frauen gucken die, denke ich mal, auch komplett anders. Also ich meine, ja, dann wollen die auch, dann suchen die das ja. Und bei Typen ist dann, das ist ja ein Typ, okay, next. So, ne? Ich denke mal, das hat sehr viel damit zu tun. Und deswegen, weil du diesen Blickkontakt dann länger hast und du spürst dann ja auch, ich meine, dieses Flirten im Sommer, wenn man Leute anschaut und dann bleibt so dieser Blick dann so hängen, das ist dann für einen so, Das hatte ich übrigens noch nie. Ihr hattet das noch nie? Beziehungsweise ich finde das so interessant, weil ich glaube, ich erwische mich doch oft dabei, dass ich Leute, also Typen, die ich halt interessant finde, offensiver so angucke. Mhm. Guckst du denen in die Augen, oder? Ja. Ja, okay. Was heißt, nö, in die Augen, da müssen sie mich ja auch erstmal angucken. In die Augen finde ich auch, also das ist so sehr schnell sehr merkwürdig. Ja. Ich finde das so toll. Ich finde diese Spannung, das ist wie so ein Stromschlag, der durch den Körper geht. Und vor allem, wenn das von beiden Seiten so ist. Und dann guckt man sich so. Ja, aber das muss erstmal passieren, das passiert mir nie. Ich finde es dann aber interessant, wenn ich, und das ist mir tatsächlich schon mal passiert, dass ich irgendwie dann Leute kennengelernt habe, die ich vom Sehen kannte, wo ich aber das Gefühl hatte, die haben mich nicht wahrgenommen. Und dann merke ich dann später, nö, die haben mich, natürlich haben die mich wahrgenommen. Das heißt natürlich, also sie haben mich tatsächlich wahrgenommen, aber irgendwie anders, weil sie nicht so offensiv abchecken oder so. Mhm. Keine Ahnung, wie ich es vielleicht mache. Ich denke halt vielleicht, also ich glaube, Leute, ist doch unterschiedlich, wie Leute flirten? Ja, oder ich weiß nicht, flirten, ja. Also eine Flirtsituation in der Öffentlichkeit hatte ich, glaube ich, noch nie. Also das finde ich faszinierend. Also ich finde, da kann man sich nicht enthalten. Das ist, ja, guckt euch die Typen an. Aber echt, und das ist auch so frustriert, wenn ich Typen interessant finde und versuche irgendwie Blickkontakt aufzunehmen, da ist nie irgendwas. Und ich finde das so frustrierend. Und ich denke auch bei Schwulen, die ich im Supermarkt, ja, weil sie zum Beispiel als Schwule eindeutig erkenne, habe ich das Gefühl, da ist nie irgendwas. Nie irgendwas. Und ich finde das wirklich frustrierend. Ich glaube, ich hatte da auch noch nie. Bin ich jetzt so der was? Sonderling in der Runde? Das ist ja bei der Anzahl von 3 sehr schnell der Fall. Egal bei was. Nur weil ich offenherzig bin. Nein, das, wir wollen deine Erfahrungen nicht delegitimisieren. Ich habe keine Erfahrung, ich bin Jungfrau. Ja, und ich finde aber dann auch, dann
was sich dann so bei mir abspielt, ist, wenn ich jetzt irgendeinen Typen sehe, den ich interessant finde, zum Beispiel im Supermarkt, weil es tatsächlich häufiger vorkommt, und dann denke, oh, ich finde ihn interessant, ich checke auch irgendwie gerade, dass der auch schwul ist, und dann guck ich den an halt, und dann kommen die zurück, und ich finde das frustrierend, und ich denke auch, oh Mann, ey, was soll das denn? Ich meine, du musst ja nicht mit mir flirten, aber wenigstens hätte ich es jetzt schön gefunden, wenn du mich wahrgenommen hättest. Ja. Und das liegt dann aber nicht daran, dass er hetero ist. Ich bin immer ziemlich sicher, dass diejenigen dann auch schwul sind. Okay. Vielleicht ist den Leuten das dann auch unangenehm. Vielleicht wollen die halt nicht offen als schwul erkannt werden und dementsprechend tun sie dann halt. Ich weiß nicht, ich habe immer so die naive Vorstellung, wenn man sich irgendwie, also wenn man so sich als Passant oder so als schwul erkennt, dass man dann zusammengehört. Ja, aber dass man zumindest keine Unfreundlichkeit ausstrahlt. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, 90% strahlt mir eine Unfreundlichkeit entgegen oder eine Abneigung. Ich weiß nicht. Aber vielleicht bilde ich mir das auch alles nur ein. Keine Ahnung. Vielleicht ist dein Gay da auch broken und du flirtest dann dauernd Heteros an. Nee, ich flirte ja gar nicht. Ich versuche ja überhaupt erstmal zu testen. Oder du wirst nicht als schwul gelesen. Ja, vielleicht das auch. Also ich denke immer, entweder gucke ich zu offensiv und die Leute finden das creepy. Offensive, ja. Creepy, ja. Ja. Wobei ich das ja auch, ich finde das ja, wie soll ich das sagen? Ich finde es völlig okay, als Typ andere Typen anzugucken. Ich will jetzt nicht sagen starren, weil ich finde das, gerade wenn auch irgendwie da jetzt kein großes Altersgefälle ist, finde ich das völlig okay. Ich finde das auch immer lustig und immer nur so ein bisschen subversiv. Ja, so. Ich mag das auch. Ja. Und von daher finde ich das jetzt auch nicht problematisch. Also wenn da jetzt kein großes Altersgefälle ist. Warum ist das so ein Problem, wenn ein Altersgefälle ist? Also beziehungsweise wenn du als älterer Typ einen viel jüngeren Typen anstarrst, finde ich das creepy, so ein bisschen, weil da auch so ein gewisses Gefälle drin ist. Umgekehrt fände ich es auch völlig okay und auch cool. Du meinst, weil es entlang des Machtgefälles ist, des Vermeintlichen? Sehe ich irgendwie nicht so. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie du starrst. Und ich finde auch, Junge können auch wirklich creepy zurückstarren. Aber ich meine, es kommt halt immer darauf an, ob du der Person auch gegenüber Respekt zollst oder ob du die Leute einfach wahllos begaffst, weißt du? Ja, aber selbst das würde mich ja in bestimmten Situationen überhaupt nicht stören, sondern dann fände ich es ja sogar irgendwie subversiv. So. Also findest du es gut, wenn dich jüngere Leute einfach begaffen? Und das ist dann okay. Wenn ich das Gefühl habe, das ist positiv, dann fände ich das cool. Okay. Ja. Also ich fände es vielleicht auch ein bisschen unangenehm, aber ich fände es auf jeden Fall nicht schlimm. Okay. Aber es ist noch nie vorgekommen. Zumindest hast du es nicht bemerkt. Also zumindest nicht positiv, dass ich das Gefühl hatte, oh, da findet mich jemand interessant. Ich werde von... Ist das jetzt ein Aufruf, dass dich so junge Leute begaffen sollen? Ich weiß es nicht. Wo bist du denn? An welchen Plätzen in Köln bist du denn so häufig, wo man dir hinterher starren kann? Das wissen wir doch jetzt. Magst du Stalker? Also ich glaube, Stalking ist bestimmt auch interessant. Die gucken auch gerne zu, was du machst. Und du hast jede Menge Plätze, um Kameras zu verstecken. Ja, ich habe ja auch noch nicht mal Vorhänge vor den Fenstern. Stimmt, und eine Wendeltreppe. Also ist da vorne eine Wohnung frei? Ich habe das Gefühl, ich werde hier gerade grob missverstanden. Na, ich habe mich gerade gefragt, ob man vielleicht prinzipiell eher starrender oder angestarrter ist und das zwei verschiedene Rollen sind. Oder also grundsätzlich ist es natürlich schon unangenehm und auch unangemessen. Es gibt bestimmt Leute, die ständig angestarrt werden und die das entweder gar nicht mehr wahrnehmen oder total nervig finden. So. Ja. So. Ich habe auch das Gefühl, dass jeder hat da so bestimmte Grenzen, was er angenehm oder unangenehm findet. Oder noch angemessen von der Art und Weise, wie er angeguckt wird oder nicht. Ich finde, man braucht auch so ein extremes Feingefühl zum Flirten, so dass man, es gibt so eine ganz, ganz dünne Grenze. Stimmt. Und wo es creepy wird. Genau. Ja. Und wenn du das nicht spürst, und es gibt viele Typen, die das nicht spüren, dann ist es halt so, okay, geh mal bitte weg. Nicht jetzt. Und das habe ich halt
schon ein paar Mal erlebt und das ist wirklich unangenehm und da ist es mir aber auch egal, ob das jetzt jung ist oder alt, was dann vor mir steht. Es ist einfach immer ein ungutes Gefühl. Ich fühle mich dann halt wie so ein offen präsentiert. Objekt ist das richtige Wort, ja. Mhm. Und das finde ich halt unschön und da kann ich ja Frauen auch total nachvollziehen, also verstehen, wie die sich dann mehr oder weniger fühlen, wenn die andauernd nur angeglotzt, angegafft, angefasst werden, weil das unfassbar unangenehm ist. Ja, ist es, ja klar. Natürlich ist es auch grenzüberschreitend. Ja. Und deswegen bin ich da auch... Aber man denkt ja in den meisten Fällen, dass man das dann sowieso bei Heten macht. Die merken das dann ja gar nicht. Ja, oder selbst wenn sie es merken, denke ich dann ja immer, ja, ist doch gar nicht so schlimm, wenn du auch mal merkst, wie es ist, ein Objekt zu sein, so von sexuellem Interesse oder so. Ja. Es gab letztens so ein ganz interessantes Video, wo ein Typ immer so eine Rolltreppe hochgefahren ist und andere Typen kurz an die Hand gefasst hat und so Blickkontakt gehalten hat und so ein bisschen geflirtet hat, aber sehr, sehr offensichtlich. Mhm. Und die wurden alle aggressiv, außer die älteren Männer, die so, naja, die fanden das eher lustig, ne? Sie zum Kumpel so, ey, guck mal. Das, vor allem die Teenager und vor allem so diese südländischen Teenager-Prollos, ne? Die dann halt dementsprechend halt auch sich permanent positionieren wollten. Die wurden richtig aggressiv, sind dann umgedreht und wollten den auf die Fresse hauen. Mhm. Und dann gab es die Szene, wo du dann halt gesehen hast, der hat denen kurz erklärt, worum es geht und die Kamera gezeigt und dann haben die plötzlich gelacht, oh, ist ja in Ordnung. Und wo ich mir dann auch die Frage gestellt habe, was soll denn das? Ich meine, eigentlich ist es ja ein Kompliment, wenn jemand zu dir sagt oder dich anfasst und sagt, du bist hübsch oder du bist irgendwie. Alter, ich finde ungefragt anfassen geht nicht. Anfassen nicht, aber das war auch so ein, weißt du, wenn man das in solchen Filmen sieht, wo man dann so leicht so, so wenn man jetzt irgendwie greift oder so oder so. Ja, aber das war ja zufällig. Jetzt, also du hast gerade meine Hand berührt, das war jetzt schon nichts, was ich als zufällige Berührung interpretieren würde. Naja, wenn du jetzt mal nicht hinguckst und irgendwo hingreifst und dann kommst du... Ja, das ist doch, dann sagt man aus, dann entschuldigen wir sich. Oh, Entschuldigung, da war ja ihr Hintern. In der Sauna. Ja, ich weiß nicht, also das finde ich schon sehr eigenartig, wenn Leute so extrem aggressiv auf sowas reagieren. Ich meine, das ist ja eigentlich, sollte man das positiv sehen und wiederum, wenn das umgekehrt ist, wenn das eine Frau ist, die genau das Gleiche macht, was der Typ gemacht hat, dann sind sie so, ey, guck mal, die Chica, ey, total toll. Und dann siehst du, dann prollen die sich so auf. Nee, wenn Frauen Männer offensiv angraben, dann gelten die doch direkt als Schlampen. Nee, es kommt immer drauf an. Also die sind dann also total... Sind die, na, die, also sie gelten in dem so. Beispiel war das so. Dann haben sie sich total bestätigt gefühlt. Und okay. Haben sie auch mit einer Frau nochmal durchgemacht? Ja, ja. Okay. Zum Schluss war dann, soweit ich mich erinnere, entweder im gleichen Video oder in einem anderen Video, haben die das als Vergleich nochmal gezeigt, dass die komplett anders reagiert haben. Und das war sehr, sehr auffällig und total unangenehm, weil ich dieses Video beendet habe, zu gucken. Und dann habe ich dann im Nachhinein so überlegt, warum ist denn das so und warum sind die denn so unfassbar negativ auf sowas eigentlich Positives zu sprechen? Na, in dem Fall wahrscheinlich, weil es ihre Männlichkeit dann vorstellt. Ja, stellt. Genau. Aber das ist auch so diese falsche Männlichkeit, finde ich, weil dieses, klar, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, dieses Tom of Finland, ne, das sehen die meisten Heteros ja eigentlich nur so vage als schwul, außer es ist extrem over the top. Ja, aber Tom of Finland, also vielleicht müssen wir das kurz erklären. Ja, so können wir machen. Es ist so eine Art schwuler Pornozeichner. Genau, der ja, sich also so ein bisschen so an James Dean und Marlon Brando orientiert. Es geht halt meistens um Typen in Leder-Outfit. Muskulös, mit großen prollig. Schwänzen. Genau. Und in Pornosituationen. So. Ja, genau. Und das wird nicht als schwul gelesen? Das wird total als schwul gelesen. Oder meinst du jetzt von nur Heteros, die Typen also von an dem sich? Achso, die Typen an sich. Du meinst, weil das als Männlichkeitsideal ja, gesehen wird? Ja, ja. Also dieses extreme, aufgepumpte, muskulöse Brusthaar raus, Oberlippenbart, das ist ja für die männlich, ne? Ich meine, das gucken ist, wir uns Freddie Mercury alle an. Alle männlich. Also es sind ja klassische Männlichkeits- Attribute. Aber das ist ja so over the top, also da sehe ich, also wenn ich das sehe, denke ich immer so, und so für die aber nicht als gay immer lesbar. Ja, weil du oder wir halt als Schwule da einfach viel sensibler für sind, weil wir das halt auch gelernt haben. Weil das der schwule Blick auf Männer ist, der das halt quasi so weit überzeichnet. So dass wir dann die Intention sehen hinter dem
Bild quasi, während andere nur das Bild sehen oder so. So das Aufplustern, ja, und sich präsentieren und stolzieren. Ja. Haben wir die Frage mit dem Gaydar jetzt eigentlich beantwortet? Also mich befriedigt eure Antwort noch nicht. Okay, weil next. Ihr seid ja schon beim Flirten. Das setzt ja voraus, ja, dass man den anderen dann als schwul identifiziert hat. Aber ist das nicht eins und also gehört das nicht irgendwie zusammen, das Flirten und der Gaydar, dass der irgendwie miteinander zusammen funktioniert? Also gesetzt den Fall, ich würde in der Öffentlichkeit flirten, was ich halt wirklich wahrscheinlich nie tue, würde ich mir ganz sicher sein wollen, bevor ich damit anfange. Also um herauszufinden, oder? Ob diese Person schwul ist, gucke ich den Leuten meistens in die Augen. Oder ist es, die sind sehr auffällig schwul für mich, erkennbar. Von der Mimik, Gestik. Ich sag ja auch nicht, dass es nicht Leute gibt, bei denen man das sofort erkennt. Das ist nicht so, dass ich durch die Gegend renne und nie Schwule sehe. Also ich bin in der Lage, das durchaus zu identifizieren. Ja. Ich meine nur, es ist mir schon passiert, dass ich Leute wirklich gut kannte, die dann nach 6 Monaten oder so mir sagen, dass das der Fall ist, dass sie schwul sind zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, das ist, weil der Gaydar ist halt nicht, der ist halt nicht unfehlbar. Ja. Und funktioniert vielleicht auch nur in, was weiß ich, 60% aller Fälle. Okay, vielleicht können wir uns darauf einigen. Aber gerade das finde ich so interessant. Warum erkenne ich Typen, die ich auf der Straße sehe, als schwul? Das finde ich so interessant. Woran liegt das? An welcher Kombination halt auch von Merkmalen und wie ich das wahrnehme? Ich glaube, das passiert auch ganz oft unbewusst, dass es halt passiert. Und du denkst, ja, warum? Ich finde es auch interessant, das an Kleidungsstil irgendwie klar zu machen. Schuhe auf jeden Fall. Obwohl, da finde ich es auch interessant. Ich meine, es gibt doch so viele junge Heterotypen, die auch irgendwelche krassen Sneaker tragen. Und ich finde, da merkt man es aber dann auch schon. Woran machst du es fest? Gut, Schwule tragen dann, ich meine, die jungen Heterotypen tragen alle die gleichen. Nämlich, weiß ich nicht, diese roten, hohen, ich weiß nicht, wie sie heißen, von Nike oder so. Nike Air oder so. Ja, und die Schwulen erkennst du halt daran, weil sie dann nochmal Weil sie die tragen, die in 3 Jahren getragen werden. Bitte? Weil sie die tragen, die in 3 Jahren getragen werden. Ja, irgendwie so, ja. Aber ich finde auch ganz oft, dass Schwule manchmal so geschmacklos rumlaufen. Also wirklich nicht online. Das kann man doch nicht zusammen anziehen. Also das ist total arrogant, wenn ich das jetzt sage. Neue Podcast-Idee? Bitte? Fashion Police. Rumlaufen. Aber andererseits denke ich auch, okay, ich erkenne jetzt den Typen als hetero aufgrund der Art und Weise, wie er angezogen ist. Weil er bestimmte Farben kombiniert hat, wo ich das Gefühl habe, er hat jetzt einfach irgendwas aus dem Schrank genommen. So, und dann denke ich aber bei dem, oh ja, der ist schwul, weil was der trägt, auch von den Farben her und weil er halt, weiß ich, eine Röhrenjeans trägt oder so. Ja. Daran erkenne ich ihn. Andere Leute erkenne ich daran, erkenne ich als schwul, weil sie auch total durcheinander gewürfelte bunte Sachen tragen und denke ich, ja, aber das ist so auffällig und so over the top, würde ein Hetero auch nicht machen. Also es sind halt so verschiedene Merkmale, die irgendwie nicht, wo ich kein Prinzip irgendwie drin erkenne, aber wenn ich es irgendwie im Vergleich sehe, dann schon. Zum Beispiel, oder ich habe das, es gibt auch diese Stiefel, diese Boots, die irgendwie vor 2 Jahren oder so aufgekommen sind, die Männer tragen, ja, so Stiefeletten. Und da habe ich das Gefühl, das tragen inzwischen eigentlich nur Heteros. Und wenn Schwule solche Boots tragen, dann sind das immer, sind die eher viel schlichter oder sind halt so Chelsea-Boots ohne Schnürsenkel oder so. Alles nur meine privaten Theorien jetzt, die vielleicht auch nur auf Köln beschränkt sind oder so, aber ich habe immer das Gefühl, ja, okay, da sind halt immer mal wieder so Sachen, die mir auffallen. Ja, es gibt ja so Phasen, zum Beispiel die Dolce & Gabbana-Phase, dann die Hollister-Phase, dann ja, das sowieso, bestimmte Marken, die dann bei Schwulen total in sind, die werden dann Mainstream, dann tragen die es alle und die Schwulen sind dann meistens so, die tragen es plötzlich gar nicht mehr. Mein Lieblingsbeispiel ist das Parfum Le Male von Gaultier, das in den 90ern eindeutig schwul war, dann zu den Türken wanderte und dann jetzt so allgemein verfügbar ist. Also und das triggert bei mir aber immer noch dieses Gefühl, ich bin 17 und schwul. Also so, das ist so ein super, weiß nicht, Aufwachsengefühl oder so. Und jetzt drehe ich mich um und denke so, hä? Nein, falsch. Du darfst das nicht tragen.
Ich trage das. Du darfst es tragen. Ich meinte. Danke. Ich meinte, das ist dann halt so gewandert. Aber das fand ich auch faszinierend. Auf dein Thema nochmal zurückzukommen, ja, dass du bei einigen Homos nicht gemerkt hast, dass sie dann Homo sind und nach einem halben Jahr kriegst du sozusagen das Outing ins Gesicht geschmissen. Ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass das vielleicht nicht dein Beuteschema ist. Ganz im Gegenteil. Ach so, okay. Also auch da, diese Erfahrung bestätigt dich. Hm. Okay, ja, das war jetzt so eine Vermutung. Ja, ist alles in Ordnung. Ja. Aber auch daran liegt es nicht. Nee, im Gegenteil. Ich fürchte, dem betreffenden Mann habe ich tatsächlich 6 Monate lang angestarrt. Und, war da immer so eine Sabberpfütze unter dir? Sozusagen. Ja. Interessant, ja. Ja, vielleicht die Ausweichmöglichkeit war ja noch, entweder das gibt es nicht, aber ihr scheint mir jetzt widersprechen, oder ich bin halt einfach wirklich schlecht darin. Ich würde einfach sagen, es gibt es schon, aber es ist halt nicht verlässlich. Ja. Es ist halt. Nee, und man kann damit echt auf die Fresse fallen. Ja. Ist noch in der Beta-Phase. Genau. Na, wir haben ja jetzt Apps dafür. Stimmt, ja. Wobei. Das finde ich halt so ein bisschen gruselig, dadurch, dass ja viele Heteros halt einfach nur noch Tinder benutzen und darüber dann versuchen, Menschen aufzureißen, also Frauen und Männer. Oh mein Gott, sie benutzen Dating-Apps? Ja, die benutzen Dating-Apps. Und das Schlimme ist halt, dass die irgendwie so ein bestimmtes Bild von schwul haben, das sie halt nicht haben wollen für sich und dementsprechend sich dann halt die posen dann halt immer oder sind so unnahbar vom Gefühl. Meinst du jetzt Heteros? Oder? Ja, Heteros oder Bisexuelle. Weil ich glaube ja nicht an Hetero. Das ist ein Konstrukt. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also es ist so, dass wenn ich jetzt mal bei Tinder manchmal bin, weil ich diese App total lustig finde, weil da sehr viele Varianten von Menschen sind und es sind halt immer Menschen, die dadurch, dass du ja ein Facebook-Profil als Grundlage hast, die Fotos reinstellen, die zumindest realistischer sind. Und ja, du hast halt nicht die abgeschnittenen Köpfe mit Body. Und da finde ich das halt immer interessant, durchzuswipen, zu sehen, wer dann in der Gegend ist. Und manchmal ist es so, dass einen Menschen dann ansprechen, die dann bisexuell sind und dann so diesen ersten schwulen Kontakt aufnehmen, aber sich extrem hetero geben wollen, wo man aber selbst, finde ich, immer merkt, so, oh, eine Schwester, die sich einfach nicht traut und die diese negativen Seiten in Anführungszeichen des Schwulseins nicht haben wollen und immer noch eine Frau mit Kind und Häuschen haben wollen, damit sie nach außen einen bestimmten Status repräsentieren. Und ja, dann, aber das ist Heteronormativität. Ja, und das ist furchtbar. Und ich finde, das merkt man bei Tinder als Beispiel extrem. Und das nervt mich. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich auf dieses Thema gekommen bin. Aber diese Gay-Dar-Geschichten, wenn man das dann damit verbindet, da merkt man, finde ich, bei denen, dass das Heteros, Pseudo-Heteros sind. Die sind halt bi-curious. Du verdrehst die Augen. Furchtbares Wort. Ja, ich finde das auch furchtbar. Gibt es auf Deutsch eigentlich? Bi-neugierig. Noch schlimmer. Nee. Wie gesagt, ich glaube nicht an Heteros, ich glaube nur an Skalen. Gerade von Homo, ja. Ja, ich meine, es gibt ja auch Männer, die sich irgendwann Brüste machen lassen und sehr feminin wirken, die in so einer Zwischenskala dann halt sind zwischen männlich und weiblich, die von Heteros auch geschätzt werden, weil sie zum Beispiel Brüste haben, weiblich aussehen und dann aber auch einen Penis haben, mit dem sie mal gevögelt werden können. Und diese große Angst von der analen Region bei den Heteros ist ja auch so ein Loch, was ja, so unergründet ist. Loch. Du läutest, du, jetzt habe ich das Wort vergessen. Lotest hier Freudsche und Tiefen aus jetzt. Ja, obwohl ich mich sehr wenig mit Freud auseinandergesetzt habe. Ja, ich auch nicht. Jedes Mal, wenn ich anfange, schlafe ich ein und ich denke mir so, okay. Ich glaube an Heteros. Weil du den Look toll findest, das macht dich an. Nein, okay. Ich glaube einfach, dass es rein heterosexuelles Begehren gibt. Und dass es eher
schwules Märchen ist, sich, und das meine ich jetzt nicht persönlich, Chris, sich zu erzählen oder sich zu sagen, ach, eigentlich sind das alles verkappte Bisexuelle. Das Schlimme glaube, ist, wenn du die Erfahrung gemacht hast mit genau solchen Leuten, die nach außen extrem hetero wirken, ja, und du dann feststellst, okay, das ist die größte Schlampe in der Sauna. Ja, ja, das, also ich will damit nicht sagen, dass es nicht Typen gibt, die sagen, sie werden hetero, mhm, aber auch Sex mit Männern haben. Da gibt es ganz, ganz viele, vielleicht so sogar mehr als diejenigen, die nur Sex mit Frauen haben oder nur Interesse an Sex mit Frauen haben. Das, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber das auf jeden Fall. Aber zu behaupten, alle Heteros sind irgendwie verkappt bisexuell, halte ich für Quatsch. Also ich würde dieses Wort verkappt bisexuell auch nicht benutzen. Ich würde halt sagen... Deswegen, es war jetzt auch nicht speziell auf dich bezogen. Ich habe das jetzt nur zum Anlass genommen, darüber zu sprechen, weil ich mir da auch schon oft Gedanken drüber gemacht habe. Und ich weiß nicht, ein Bekannter von mir, der ist schwul und schleppt regelmäßig junge Heten ab, in Heten in Anführungszeichen oder wie auch immer. Ich will denen ja auch gar nicht absprechen, dass sie heterosexuell sind. Vielleicht haben sie einfach nur mal aus reinem Interesse, reinem, weiß ich nicht, reiner Neugierde mal Bock, was mit einem Mann zu machen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir dieses Label von hetero, bi und homo überhaupt haben. Denn im Endeffekt sind es ja auch, manchmal fühlt man sich auch, zum Beispiel jetzt bei Frauen, da sieht man eine Frau und die ist einem sofort sympathisch und man findet sie hübsch und sexy. Man heißt ja nicht, dass man unbedingt mit der ins Bett gehen möchte, aber es ist halt so eine Sympathie da. Und ich glaube, dass es, dass wir das als hetero oder schwul bezeichnen, schon dementsprechend halt schon was Negatives ist, weil damit auch viele Türen sich einfach verschließen für alle. Vor allem bei Leuten, die nicht schwul sein möchten und dementsprechend halt auch eventuell Ängste haben als unmännlich oder so. Daher, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist ein Problem, das wir haben, dass wir erst auch mit der Gender-Debatte oder Gender-Debatte, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, erst dann auch tatsächlich thematisieren und aufgreifen können und eventuell losbrechen können, dass wir uns nicht in so Gefilden halt bewegen müssen. Ich denke dann immer an die Hippies. Bitte? Ich denke dann immer an die Hippies. Ich meine, denen war das total egal. Die haben zusammen gefeiert, die waren nackt. Ja, aber gerade bei den Hippies hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass das ganz klare patriarchale Veranstaltung war, wo zwar immer die Rede war von freier Liebe, aber was letztlich nur bedeutet, dass es die Frauen den Männern zur Verfügung stehen müssen und dass von Emanzipation dann auch erst später die Rede war. Ich glaube, das ist aber auch der Zeit geschuldet. Ich meine, jetzt wäre das auch noch mal ganz anders, wenn jetzt tatsächlich die Hippies ausgerufen werden würden. So, ja, als Konstrukt jetzt, sagen wir mal. Glaube ich, würden die Frauen auch komplett anders positioniert sein, weil sie jetzt auch deutlich mehr Freiheiten haben, zu sagen, aber weißt du was, ich gehe jetzt einfach arbeiten und ich muss keinen Mann oder eine Familie gründen, um halt mein Leben zu leben. Und ich bin halt einfach jemand, der nie Kinder haben möchte. Ich möchte eine eigene Wohnung haben und ich möchte mir meine Karriere aufbauen und ich möchte halt Sex haben mit denen, mit dem ich gerade Lust habe und nicht unbedingt einen festen Ehemann. Ich bin mir noch nicht sicher, worauf du hinaus willst. Also ich habe das, was du jetzt gerade gesagt hast, formulierst du als Ziel, so in einer emanzipierten Gesellschaft, wo halt... Im Kommunismus. Im Kommunismus zum Beispiel, ja. Obwohl die Kommunisten früher ja eben halt darüber auch nicht nachgedacht. Für die war das ja dann der Nebenwiderspruch. Ergab sich das automatisch aus der Lösung der Klassenfrage. Und das hat sich ja gezeigt, dass das eben nicht der Fall ist. Das hat aber, glaube ich, schon Clara Zetkin nicht so gesehen. Das kann sehr gut sein, da kenne ich mich zu wenig aus, ja. Ich habe mal ein Referat gehalten. Okay. Gut. Ja, aber dass das so als Ziel, dass man das so als Ziel oder als Utopie formulieren kann und sollte, ja, auf jeden Fall. Ja. Da sind wir uns alle einig. Ja, definitiv. Nieder mit den Kategorien. Also gleich nachdem wir rausgefunden haben, was es jetzt macht, dass wir Leute sofort als schwul erkennen auf der Straße. Wobei ich Kategorien ja mag. Ich finde das ja total toll, wenn man mit sowas spielen kann, weil die Leute so super verwirrt sind, wenn du dann jetzt plötzlich dann auch irgendwie als Femtunte irgendwie unterm Auto sitzt. Da bist du sehr queer, wenn du sagst, du möchtest mit Kategorien spielen.
Und das ist ja genau das, was Judith Butler auch sagt. Also wir können Kategorien ja nicht abschaffen, ja, aber wir können sie verschieben oder damit spielen oder so. Und für jeden öffnen. So habe ich Butler auf jeden Fall verstanden. Finde ich. Genau. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwie schwul sein musst, um halt irgendwie die Freiheit zu haben, Make-up zu tragen, nee, oder dich feminin, in Anführungszeichen, zu kleiden, sondern das kann auch jeder andere auch oder jede andere auch. Und diese Freiheit, dann deswegen in der Gesellschaft nicht einfach als Sonderling angesehen zu werden. Ich meine, das ist ja dann die Freiheit. Ich meine, wenn du schwul bist, hast du andere Möglichkeiten und dir werden viel mehr Sachen durchgelassen, als wenn du hetero bist. Ich meine, es ist okay, wenn jetzt zum Beispiel wir jetzt das komplett in Rosa rumlaufen und eventuell, keine Ahnung, enge Klamotten tragen. Das ist anders. Für mich ist das, glaube ich, als würde man bei Magic the Gathering ein anderes Deck spielen oder so. Man hat einfach eine andere Strategie. Ich glaube nicht, dass es Vorteile oder Nachteile hat. Also es hat Vorteile, was das Netzwerk angeht, von dem man immer denkt, dass es da ist, auch wenn es sich dann vielleicht als trügerisch erweist oder so. Dass man in anderen Städten sofort Zugang hat, dadurch, dass man jemanden vor Ort weiß, der schon mit einem im Bunde ist quasi. Aber es hat auch Nachteile, klar. Also Moment, wir reden jetzt darüber, ob es Vorteile gibt, ob man schwul als Schwuler Vorteile hat, wenn man schwul ist. Im Vergleich zu Heteros, ja. Also zumindest kann man sich mehr erlauben. Finde ich jetzt von den Klamotten her, von dem Aussehen her. Genau, in dem, also im Kontext, in dem du geoutet bist, kannst du dir vielleicht mehr erlauben als ein Hetero, der nicht geoutet ist, weil der dann erstmal mit der Frage konfrontiert werden würde, warum er denn jetzt auf einmal Make-up trägt. Und das wäre ja schwul. So. Also jetzt rein, rein konstruiertes Beispiel. Während der Schwule, der sich ja schon geoutet hat und diesen Prozess, diesen auch ja teilweise problematischen, schwierigen, schmerzhaften Prozess schon durch hat, dann halt Make-up tragen kann, weil das ist dann ja wieder, passt dann ja wieder mit der Kategorie schwul zusammen. Mhm, genau. Aber weiß ich nicht, ob ich jetzt grundsätzlich sagen würde, dass das jetzt ein Privileg ist oder ein Vorteil, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es schafft auf jeden Fall eine Distanz zu dem ganzen Thema, was so Geschlechterrollen und sowas angeht, die ich immer als sehr praktisch empfinde. Also, dass man automatisch so einen Blick hat oder Sachen daraufhin untersucht. Das haben wir ja gestern im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Und das empfinde ich auch so, dass ich eigentlich schon seit ich denken kann und auch vor meinem Coming Out immer das Gefühl hatte, so viele Dinge, da verstehe ich einfach nicht, die halt mit Geschlecht zu tun haben. Also, warum Frauen und Männer unterschiedlich sind oder unterschiedlich behandelt werden, unterschiedliche Rollen erfüllen oder erfüllen müssen in der Gesellschaft. Dieses ganze Komplex hat sich mir nie erschlossen. Also für mich war es immer völlig klar, dass Frauen und Männer gleich sind. Ja. Zugleich glaube ich aber, dass ich dadurch auch vieles nicht gesehen habe. Also viele Machtunterschiede, die einfach bestehen, habe ich einfach nicht gesehen. Weil du auch nicht betroffen bist. Genau, weil ich nicht betroffen bin. Ja. Ja. Dir wurde nicht gesagt, du darfst keine Ärztin werden. Hm. Du darfst nicht, weil, keine Ahnung, Kfz-Mechaniker. Also ich glaube, ich habe einerseits, war ich da schon irgendwie gedanklich weiter, andererseits aber auch naiver, weil ich viele Problematiken auch nicht gesehen habe. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das konkretisieren soll. Auf jeden Fall, ja. Ja, ist ein schwieriges Thema, vor allem wenn man selber, so geht's mir ja immer, eigentlich so postet, so, warum reden wir noch darüber? Das ist total unsinnig. Das muss doch einfach jetzt schon so sein. Genau, und das ist halt was ich auch immer schon irgendwie mitgebracht habe. So. Ja, und das nervt mich halt auch immer wieder. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, bla bla bla. Ja. Aber eigentlich sind wir schon längst weiter. Wir sind 2016, wir sollten jetzt eigentlich eine Gesellschaft sein. Wir sollten weiter sein. Das sind wir aber leider nicht. Und das ist halt auch immer so das Problem, wenn ich dann so Leuten zuhöre, die tatsächlich dann auch so dieses Thema überhaupt nicht erfasst haben. Das nervt mich irgendwie. Ja, es gibt immer noch Leute, die da noch nie drüber nachgedacht haben. Oder? Ja, und wenn dann so Leute dann in so einen Raum reinkommen und dann irgendwie sowas Blödes sagen und man denkt so,
Was? Warum kommt denn das jetzt? Und wie kommt man jetzt überhaupt auf diesen Gedanken, dass jetzt plötzlich die Frau, die jetzt gerade als Einziges am Tisch ist, aufstehen muss und die, keine Ahnung, den Tisch abräumen und das Essen servieren, nur weil sie eine Frau ist, was total unsinnig ist. Oder dass, wenn man eine Kochrunde hat oder Freunde zu Besuch hat, dass man im Endeffekt alle zusammen kocht und eventuell Sachen macht, die weiblich ist, was auch immer das sein soll. Das fand ich auch immer so ein bisschen affig. Und habe ich auch nie nachvollzogen. Liegt ja, aber in solchen Zusammenhängen sieht man das immer sehr gut. Also wie tief das auch drin sitzt, selbst bei Leuten im selben Alter und so. Also das Thema passt ja jetzt auch super. Krawallfeministinnen, da wolltet ihr mal drüber sprechen und ich höre euch gerne zu. Das ist kein Wort, was wir selber ernsthaft verwenden, oder Nils? Nein. Das ist ein Wort, was im deutschen Podcast-Universum so vor sich hingeistert, dieses Wort. Genau. Ich denke da sofort an Femen. So bemalte Brüste, die kreischend durch die Straße laufen und irgendwas fordern, was ich nicht verstehe. Oder Pussy Riot. Was du nicht verstehst? Ich ja, weil die dann kreischen. Weil die dann kreischen und die sind dann manchmal so extrem aufgeregt, wo ich denke so, oh Gott, habe ich jetzt was verpasst? Ah nee, das sind ja wieder die, naja, okay. Die haben auch so einen krassen Wandel durchgemacht, die Femen. Also in der Diskussion über sie, meine ich. Also am Anfang fand man die total cool, wenn ich Mann sage, meine ich mich. Und zum Schluss war ja dann irgendwie bekannt, dass es einen Patriarchen gibt, der denen irgendwie sagt, was sie zu tun haben. Ja, aber ganz so ist es, glaube ich, auch nicht. Das war oder? Das, was ich darüber mitbekommen habe. Aber ich fand's faszinierend, wie sich das verändert hat, diese Wahrnehmung von denen. Ich weiß nur, dass das in der feministischen Diskussion diskutiert wurde. Auf also, dass jeden die Fall. Angegriffen worden sind. Ja. Und teilweise halt auch zu Recht. Ja. Inwiefern zu Recht? Ich weiß das jetzt nicht ganz, ob ich das jetzt noch zusammenkriege. Nee. Es gibt auf jeden Fall irgendwo auch online eine längliche Diskussion zwischen Femenvertretern und ich hab's gesagt und anderen Feministinnen. Du meldest dich zu Wort, Chris? Nein. Die super interessant ist. Ja. Wo ich jetzt, aber das habe ich auch vor 2 Jahren gehört. Ich weiß nicht mehr genau. Sagen wir jetzt sowas wie, das schreiben wir dann in die Shownotes? Können wir machen. Ich kann das nochmal recherchieren. Wenn ich das von euch bekomme, definitiv, ja. Ich kann versuchen, das nochmal rauszufinden. Ja. Okay. Wenn es noch online ist. Mhm. Okay, ja, aber Krawallfeministin ist ein Schimpfwort oder eine abfällige Bezeichnung gegenüber bestimmten Leuten oder Strömungen im sich online äußernden Feminismus, oder? Du wolltest jetzt nicht Netzfeminismus sagen. Ich wollte nicht Netzfeminismus sagen, weil der ja nicht nur im Netz stattfindet, weil da gibt es ja auch ganz viele Bücher und Fernsehauftritte und überhaupt Zeitungsartikel. Das ist ja nicht nur was sich vielleicht auch im Netz abspielt, aber eben nicht nur. Aber es fühlt sich irgendwie so an, zumindest für mich, dieser Netzfeminismus in Anführungszeichen. Das sind so unfassbar aufgeregte Personen, die sich so unfassbar emotional unterhalten. Und dann hast du die Leute, die eigentlich kaum online sind, stehen daneben und denken sich so, was? Nee. Also eigentlich haben wir doch gar kein Problem, oder? Warum regen sich denn alle so Leute auf darüber? Das ist doch alles super. Und die brüllen einen im Endeffekt ins Gesicht und sagen, wir haben ein Problem. Aber jetzt sagst du genau das, was die. Das ist so mein Empfinden. Was große deutsche Podcaster über diese sogenannten Krawallfeministin sagen. Aber so fühlt es sich für mich an, ohne dass ich es wirklich intensiv jetzt verfolgt habe, denke ich halt immer so: Hä, warum schreien die denn so? Und warum machen die das nur über diesen einen Kanal? Warum nehmen sie nicht alle Leute mit? Sie versuchen es zwar immer, aber eigentlich sagen sie, wir schotten uns ja weiter ab. Das ist wie dieser Mädchenmannschaft-Blog immer gewesen für mich. Das wollen wir denn jetzt eigentlich Namen nennen oder nicht? Also wir können gerne Namen nennen. Also mir ist das relativ egal. Wir greifen ja niemand an. Wir reden ja sachlich über... Wir äußern ja auch nur unsere Meinung. Genau. Wir machen ja auch niemanden runter in dem Sinne. Und wir sind schwul, wir dürfen das. Das sagst du. Das sagst du. Das ist eine super Ausrede. Ja, was stimmt nicht. Natürlich nicht. Aber das wissen wir ja auch alle. Ja, also ich habe das Gefühl, es gibt so tatsächlich so 2 Strömungen, auch gerade wenn man sich so Twitter anguckt und die Podcast-Landschaft und überhaupt.
innerhalb so einer, von so einer neueren feministischen Diskussion sind. Eine sind eher tatsächlich die etwas radikaleren Leute und ihre radikalere Positionen vertreten. Und dann sind die anderen, die sagen, ja, wir müssen vermitteln da, also wir müssen vermitteln da vorgehen und eben die Männer halt auch mit ins Boot holen, die Männer überzeugen und so, weil die haben ja auch was davon und so. Und da würde ich zum Beispiel den Lila-Podcast sehen in der Ecke. Und ich weiß gar nicht, sonst gibt's eigentlich gar kaum dezidiert rein feministische deutschsprachige Podcasts, zumindest. Nee, das hält sich auf jeden Fall die drei? Aus der ja, ich glaube, Kleiner 3 würde ich dann doch eher, obwohl die ja jetzt nicht nur über feministische Themen reden, aber schwingt so mit. Ja, die würde ich dann doch auch eher in einer etwas radikaleren Ecke sehen. Okay. Ich empfinde die gar nicht so als radikal. Wahrscheinlich, weil ich die total radikal heißt ja auch nicht unsympathisch, ne? Ja, ich finde, es ist eigentlich, auch wenn sie ein bisschen intensiver über Themen sprechen, kommt es für mich immer sympathischer rüber als das, was im Lila-Podcast passiert. Im Lila-Podcast ist es so, wir regen uns auf. Und findest du, ich finde das, ja. Das gar nicht so das Gefühl, dass das so aufgeregt ist im Lila-Podcast. Ich finde komplett, also wie gesagt, es gibt ja so ein paar Themen, die ich bei denen auch immer ganz, ganz furchtbar finde. Das ist auch alles legitim, dürfen die ja auch alles machen, finde ich auch ganz gut, dass es gemacht wird. Ich höre ihn ja auch deswegen, weil es nicht immer meine Meinung repräsentiert, weil ich mir auch andere Meinungen anhören möchte. Zum Beispiel, wie die das beim Kleiner 3 Podcast machen, die reden über die Menstruation, wo ich dann denke so, kannst du noch was dazulernen? Ja, ist total interessant, weil eigentlich denkt man, naja, okay, man weiß, worum es geht, bla bla bla, und dann kommen so Punkte, wo man denkt, okay, von dem Standpunkt habe ich das noch gar nicht gesehen, interessant, nee, ist falsch, aber können die gerne haben, so, ne? Bin ich der Meinung halt, und ich finde halt wichtig, dass du dir diese Option halt auch offen lässt, zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Meinung und ich höre mir jetzt mal etwas an, eventuell überzeugt mich das oder es überzeugt mich halt nicht, wenn es mich nicht überzeugt, ist auch okay. Und das finde ich eher beim Kleiner 3 Podcast so vom Empfinden, vielleicht weil die vielleicht jünger sind, ich weiß gar nicht, wie der Altersunterschied ist, als beim Lila Podcast. Beim Lila Podcast ist das so, die müssen. Im Lila Podcast unterhalten sich ja auch Mütter. Es spielt ja auch, wenn du halt sagst, ich würde es vielleicht nicht so sehr vom Alter abhängig machen, sondern vielleicht auch eher von der Lebenssituation. Wobei eine Mutter ist bei Kleiner 3 ja auch dabei. Ah, okay. Gut. Wie ich das jetzt richtig rausgehört habe. Was ich finde diesen Mix auch unfassbar schön, weil sich das für mich so anfühlt, als würden das, wenn da jetzt 3 oder 4 Leute zusammensitzen, aus unterschiedlichen Perspektiven, Altersstufen und auch Ebenen miteinander kommunizieren auf einer Ebene. Und dennoch gibt es dann einen gewissen Respekt, ohne sich permanent irgendwie auf die Schulter zu klopfen und sagen, hast du gut gesagt, kann ich immer nachvollziehen. Und es gibt auch Momente, wo die dann sagen, nee, kann ich nicht nachvollziehen. Weil das machen die im Lila-Podcast auch. Aber ich denke, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es halt nur 2 Personen sind, und beziehungsweise 3, und die sind meistens nicht zu dritt zusammen, sondern immer nur in Zweiergesprächen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch mittlerweile so, nachdem ich so viel vom Lila Podcast gehört habe, was mich auch unfassbar enttäuscht und teilweise auch wütend gemacht hat, weil es einfach so unüberlegt geäußert worden ist von Menschen, wo ich eigentlich gedacht hätte, die hätten da zumindest 2 Minuten drüber nachdenken sollen, und mittlerweile ist es so, die machen es einfach gefühlt gar nicht mehr. Und das macht mich innerlich sauer, weil ich finde, sie machen eine wichtige Arbeit, aber sie machen sie zumindest von meinem Empfinden her nicht mit 100%iger Beteiligung. Und sie schreiben sich einfach Themen auf. Oh, ich habe mich jetzt über einen Artikel aufgeregt, über den ich irgendwie nur drüber geguckt habe. Aber eigentlich habe ich mich gar nicht damit beschäftigt. Aber dieses Thema. Ja, gut. Aber da bin ich anderer Meinung, weil ich finde, das ist legitim für einen Podcast. Das machen wir jetzt. Machen wir auch alle? Ja, genau. Was? Ich habe mich jetzt circa 3 Stunden... Aber gut, wir haben uns jetzt vorhin eine halbe Stunde als Laber-Podcast positioniert und eben nicht als Expertengespräch. Ich finde, wir sind ja auch keine Experten in dem Fall. Wenn wir Experten wären, hätten wir wahrscheinlich dann nur ein Thema, über das wir dann konkret sprechen. Und das erwarte ich von denen eigentlich, weil die sich als Expertinnen das Label geben, feministisch aktiv zu sein und etwas beizutragen zu diesem Gespräch. Und das tun sie
vielerlei Hinsicht schon, aber häufig ist es einfach drei Schritte zurück, von mir empfunden. Ich kann nur aus den Standpunkt halt sprechen, weil ich viele, viele Themen habe, mit denen ich überhaupt nicht konform gehe, mit den unterschiedlichen Formaten, was aber auch okay ist, finde ich. Finde ich. Ich weiß nicht, ich höre den Lila Podcast auch regelmäßig. Fand den am Anfang total super. Inzwischen bin ich auch nicht mehr mit allem so einverstanden, was ich auch völlig okay finde. Ich wünsche mir grundsätzlich ja immer zu dem Thema halt was, ja, die sind mir auch manchmal ein bisschen zu harmonistisch im Lila Podcast. Da wünsche ich mir eigentlich ein bisschen was Bissigeres einfach. So zwei Konterpunkte, ne? Die sich auch gegenseitig dann halt irgendwie sagen, okay, wir stehen jetzt auf der gleichen Ebene, aber unterschiedliche Ecken. Wie bei den besonderen Umständen. Genau. Aber das sind ja kein reiner feministischer Podcast. Die unterhalten sich generell über politische Fragen. Und deswegen ist das auch mein Lieblingspodcast so. Aber wir sind so ein bisschen weg von dem Krawall. Also Nils und ich, wir haben uns so ein bisschen über diesen Begriff halt aufgeregt. Ja. Oder wie sind wir nochmal dazu gekommen, dass wir darüber sprechen wollten? Da ist es schon so lange her, dass ich nicht mehr genau weiß, was die Grundlage davon war. Aber auf jeden Fall war es diese Diskussion, die mich zum Beispiel dazu gebracht hat, gar keine Vrind-Podcasts mehr zu hören, weil die Diskussion so oft vorkam, dass es mir irgendwann auf den Keks ging. Ja. Meine Beobachtung ist halt auch, dass es da so ein Graben halt auch entstanden ist zwischen den, was alles so im Zuge dieser Mädchenmannschaftsspaltung halt passiert ist. Dass also die eine Fraktion, die jetzt eher so den etwas integrativeren Kurs fährt und die jetzt auch den Lila Podcast macht, dass die sich sehr angegriffen gefühlt haben und vermutlich auch angegriffen worden sind von einer anderen Fraktion oder von anderen Beteiligten, die halt ein bisschen radikaler sind und vielleicht auch, ja, wie soll ich das sagen, vielleicht vehementer in ihren Positionen und kritischer und vielleicht auch unfairer. Und das ist es, was dann vielleicht so ein Holgi dazu bringt, zu sagen, das sind Krawallfeministinnen und denen geht es nicht mehr um Argumente, sondern die wollen einen niederschreien. Das ist ja das, was er immer so sagt. Ich glaube, da steckt ein Körnchen Wahrheit drin, aber er verkennt da total die ganze Dynamik, wie Politik funktioniert, also diese Form von Politik und was für Implikationen halt auch da drin stecken, die von den sogenannten Krawallfeministinnen angesprochen werden oder irgendwie impliziert werden, die er überhaupt nicht sieht. Dass es nämlich immer auch um Macht geht und darum geht, wer lauter ist. So. Und dass sie das in ihre Kritik halt einbeziehen und halt das Machtspiel sozusagen mitspielen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gerade so gut auf den Punkt kriege, aber auf jeden Fall so in die Richtung sind meine Gedanken. Und ich reg mich ganz oft auch bei Twitter auf, wenn ich sehe, oder da sind schon wieder ganz klar, sind wieder klar, wie die Fronten sind, ja. Und sehe, ach, ihr kommt irgendwie doch auch nicht zu einer fruchtbaren Diskussion. Aber ich meine, aber gut, so ist es nur bei Twitter. Diskussionen funktionieren dann nicht. Wir warten auf die 10.000 Zeichen. Nicht. Aber ich glaube, Nils, wir sind auf das Thema auch gekommen, weil wir so beobachtet haben, wie die Skeptiker-Podcasts auch zunehmend in so eine antifeministische Ecke gerückt sind. Stimmt. Ich finde, es ist natürlich schwierig, jetzt antifeministisch das so einfach zu sagen, aber wie sich dann auf einmal von Seiten dieser Skeptiker-Podcast auf einmal dann angefangen wurde, wie die dann anfingen und sage, auch von Krawallfeministinnen geredet haben. Und das hat mich persönlich ziemlich enttäuscht, weil ich da auch gedacht habe, oh ja, ihr gebt euch hier immer als die großen kritischen Denker und dann checkt ihr noch nicht mal, was da passiert im Internet und warum ihr kritisiert. Also ich hatte das Gefühl,
die sind halt angegriffen worden für bestimmte Sachen, die sie gesagt haben. Hm. Ich weiß auch nicht genau was, das war ja auch nicht transparent. Und sind dann aber nicht adäquat mit dieser Kritik umgegangen. Ich vermute, sie sind harsch kritisiert worden, auch für bestimmte Wortwahlen und ja, so. Ja, genau. Es war eine Inzidenz einer Wortwahl, die dann heftig kritisiert wurde. Über welchen Podcast sprecht ihr denn jetzt gerade? Den Skeptiker-Podcast. Der Skeptiker-Podcast? Ist er so? Du möchtest, dass wir einen Namen nehmen. Ja. Hoaxilla. Ach so, okay. Okay. Stimmt, da gab es einen Inzident, wo dann auch, also gerade von Seiten der Skeptiker, so eine krasse Beleidigtheit da war, die mich echt, also fasziniert hat. Also ich glaube, das ist nochmal so eine, das sind nochmal zwei Sachen. Also einerseits ein ganz persönliches Ding, dass einfach die Person, die da kritisiert worden, das extrem persönlich genommen haben. Und nicht souverän damit umgegangen sind, was vielleicht auch schwierig ist. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich plötzlich ganz krass kritisiert würde. Aber ich glaube, ich wäre nicht so beleidigt. Hm. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass vielleicht auch so diese Skeptiker-Szene einfach auch so tendenziell antifeministisch ist. Weil, also ich habe zumindest so das Gefühl, dass es da so auch so Tendenzen gibt, die Feminismus und Gender als Pseudowissenschaft. Ja, das ist Pseudowissenschaft. Genau. Und das finde ich krass. Ja, das war eine Erkenntnis, die ich in dem Zusammenhang hatte und die mich sehr erstaunt hat. Also. Ja, aber im Nachhinein ist es dann vielleicht auch gar nicht wieder so unverständlich, weil das ganze Skeptiker-Ding ist ja auch irgendwie ein sehr männliches Ding, so sich als den großen Aufklärer und den großen Checker irgendwie darzustellen. Und dass da dann nicht unbedingt ein Verständnis für feministische Positionen und Kritiken irgendwie ist, das wundert einen jetzt auch nicht so. Ja, also mein Problem ist, dass ich halt sehr lange Bio studiert habe und eigentlich aus dem naturwissenschaftlichen Hintergrund komme und von daher auch diese, weiß nicht, ich fand auch mal Richard Dawkins toll zum Beispiel. Ich hab selbst in meinem erziehungswissenschaftlichen Studium das Buch gelesen. Und den blinden Uhrmacher? Nee, das egoistische Gen. Ah, okay. Mhm. Und hab auch da so ein bisschen so einen Hintergrund und fand den auch faszinierend. Ja, also in der Genetik und so hatte der auch durchaus seinen Stand. Und dann zuzugucken, wie sowas halt der Dawkins, total ja genau, verfällt. An dem kristallisiert sich das ja auch. Genau, das ist auch so ein klassischer Skeptiker. Unmöglich. Ja, stimmt, aber der ist auch so eine Figur da, ja. Der wirklich, also der gleitet ja total ab. Mhm. Und, ja, schade. Und ich habe auch mal einen langen Artikel über die amerikanische Skeptiker-Gemeinschaft gelesen oder so, in dem auch so Tendenzen aufgezeigt wurden oder so. Also aber alles erst in diesem Zuge. Und da ist mir dann halt klar geworden, dass ich, wie das manchmal so ist, größere Glaubensgrundsätze habe, denen ich bisher, bei denen mir bisher nicht aufgefallen ist, dass sie im Kontrast zueinander stehen könnten oder so. Stimmt, ja. Das war dann der Prozess dabei. Ja. Also. Ja. Gut, haben wir uns bei den Skeptikern auch unbeliebt gemacht jetzt. Noch weniger Hörer. Diese Folge fällt unter, wir bauen eine Armlänge-Distanz zu allen anderen deutschen Podcasts auf. Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema auch ganz gut schon umrissen, oder? Mhm. Okay. Was steht als nächstes auf unserer Liste? Wir können ja über Körperbilder sprechen. Oh ja. Ja. Nils, du hattest das Thema ja reingeworfen. Ja, ich habe das reingeworfen, vor allem aus dieser Überlegung heraus. Also zur Vorgeschichte, ich habe aufgehört mit Rauchen vor 4 Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke, ich fühle mich ermuntert. Ja. bin dann, wie man das so macht, fett geworden. Und du hast ja scheinbar sehr abgenommen in der letzten Zeit. Das kommt jetzt zu spät, Chris. Verdammt. seitdem beschäftigt man sich dann halt damit,
Also was man so an Vorstellungen über den eigenen Körper mit sich rumträgt und was passiert, wenn das voneinander abweicht. Darüber wollte ich eigentlich reden. Was bedeutet denn jetzt Fett für dich? Ich habe das nur als Kampfbegriff benutzt. Ja. Ja, aber das würde ich gerne mal definieren. Weil na, ich habe innerhalb weniger Jahre bestimmt 20 Kilo zugenommen oder so. Mein also Gott. Oder so. Ja. Wenn ich jetzt 20 Kilo zunehmen würde, würden, glaube ich, einige Leute sagen, ich habe ein Normalgewicht. Also ja. Ich finde das auch je nach Person und je nach Größe und vor allem je nach Verständnis. Und du möchtest mein BMI wissen? Nein, das möchte ich nicht. Gut. Ich möchte jetzt keine Weiß Zahlen. Weiß ich nämlich leider auch nicht. Also auch wenn das gleitet Markus schon wieder in Fettshaming ab hier, das Ganze. Und dabei wollten wir doch eigentlich genau das kritisieren. Ja. Markus, du bist derjenige, der hier Wagen aufgestellt hat. Nein, ich habe nur gesagt, dass es welche gibt. Ach so, okay. In dieser Wohnung. Nee, also was auch schon, was man auch schon als... Komm, wir verbrennen jetzt die Waage. Ja, genau. Dann kaufen wir uns Torte. Wir schmeißen sie gemeinsam aus dem Fenster. Ja. Ich mag Torte. Nee, also mir geht es darum, also ich finde, Fett ist nicht gleich Fett, schlank ist nicht gerne schlank. Es gibt für jede Person empfindet schlank sein anders, mager und hart, ja. Das ist ja natürlich auch nochmal was anderes. Ich wollte ja auch nicht von jeder Person sagen, ich wollte nur sagen, ich hatte über mich plötzlich das Gefühl und in der Umwelt gab es auch, also hört man das dann so. Also es gibt dann negative Äußerungen, dass du jetzt einfach dicker geworden bist. Ja. Okay. Ist das schlimm? Also ist es schlimm, dass du dicker geworden bist? Naja, was schlimm ist, dass man sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen muss. Nee, ist halt dein Körper. Das ist wie Gesundheit, wie älter werden. Ich finde, damit musst du dich zwangsläufig irgendwann auseinandersetzen. Ja. Jetzt ist die Frage, wie? Ja. Ja. Ob das jetzt auch gesund ist, wie man sich damit auseinandersetzt. Und die Frage habe ich noch nicht beantwortet, wie. Also die wartet auf eine Lösung. Ich finde es jetzt ganz interessant. Worauf wollen wir jetzt hinaus? Also ich bin jetzt davon ausgegangen, uns geht es jetzt ein bisschen darauf, das auch zu problematisieren, dass es halt sowas gibt wie Lookismus. Ja, ich wollte darauf mal so hinaus, nennen, dass oder? Ihr mir sagt, ob ich jetzt ins Fitnessstudio gehen soll oder ob ich zufrieden sein soll, so wie es ist. Du sollst zufrieden sein. Definitiv, wenn du Lust hast, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen, dann mach das, weil es auch lustig sein kann. Es kann auch anstrengend sein, du kannst auch Leute da kennenlernen, du kannst auch Spaß haben im weitesten Sinne. Du kannst Podcast hören. Oh ja. Definitiv. Super Zeit. Es gibt ja auch diese komischen Laufbänder, wo du dann Fernsehen gucken kannst. Mhm. Also wenn du das gerne machen möchtest, dann mach es. Aber mach es nicht, weil dich Leute ansprechen, dass du zugenommen hast. Aber die Frage ist ja, würde ich es gerne machen? Also würde ich es machen aus einem intrinsischen Antrieb oder würde ich es machen, weil... Das kannst du nur rausfinden, indem du es mal testest. Wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich dann gut nach dem Sport. Aber ich bin zu trotzig dafür. Also dann lass es. Ich möchte das halt geklärt haben, bevor ich dahin gehe. Vielleicht findest du ja auch irgendeinen Sport, der halt, von dem du dich, nachdem du dich nur gut fühlst, wo du nicht durch abnimmst. Tanzen, das mache ich ja schon. Ja, das ist doch super. Das ist super. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, das mache ich schon. Da ist jede Menge Gutfühlen dabei. Ja. Und ich finde, das ist auch wichtig für dein Körpergefühl und für dein Selbstwertgefühl. Das ist alles da. Ja, Selbstwert auch. Also, ja. Aber es ist halt, weiß nicht. Also man sollte auf jeden Fall nicht nur, weil irgendwelche Leute sagen, oh, man hat ja zugenommen, jetzt irgendwie darüber nachdenken, ich muss jetzt ins Fitnessstudio, ich mache jetzt meinen Diätplan, ich muss mir jetzt die Brigitte holen und den neuesten Diättrend ausprobieren, weil ich das erstens falsch finde. Nein. Dann du hältst es sowieso nicht durch, weil das halt immer so eins von außen ist. Das ist ja genauso wie, du musst dich mal verändern, mach das mal anders. Und du denkst so, ja, nee, warum sollte ich? Ja, aber du hast halt das und das Problem, bitte mach das jetzt. Das wirst du halt vielleicht in ein, zwei Wochen durchziehen, aber dann denkst du selber so, es ist jetzt anstrengend, es kostet Zeit, warum mache ich das? Ich fühle mich total blöd dabei. Ich meine, es ist tatsächlich so, wenn man, also zumindest mit den Leuten, mit denen ich immer gesprochen habe, wenn man ins Fitnessstudio geht, das erste Mal, man fühlt sich angegafft, obwohl keine Sau guckt. Und das ist meistens so, weil... Das kommt auch dazu. Ja. Das habe ich übrigens im Fitnessstudio nie gehabt, das Problem. Ich bin da auch immer mit den schäbigsten Klamotten und ungewaschenen Haaren hingegangen. Wie die meisten. Es war mir immer so egal. Also für mich war das Fitnessstudio auch eines der unsexiesten Orte überhaupt und es war mir völlig egal. Kommt drauf an, in welchen du gehst. Es gibt auch total tolle Lokationen. Ja, natürlich. So wellnessartig und so. Ich gehe jetzt so in das Oman am wenigsten. Ich würde natürlich in die Eric Prydz Kurse gehen.
Eric Price? Call on Me, falls ihr euch erinnert. Diese Aerobic-Kurse mit Stulpen und so. Okay. Bauch, Beine, Po. Ist das wieder Lookismus, dass du dann dementsprechend halt aufgestylt sein musst und halt auch den neuesten Scheiß anziehen musst, damit du auch in die Truppe reinpasst? Nicht, dass du das kleine graue Mäuschen rechts hinten bist, genau, das bloß weit weg von uns tanzen müssen, sonst passt es halt nicht zur Choreografie. Nee, aber das ist finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, vor allem in der schwulen Community, dass halt so vieles an diesen oberflächlichen Themen halt aufgehangen wird. Und da hatten wir ja auch im Vorgespräch drüber gesprochen, dass es halt je nach Community und je nach Kategorie von Mensch, von Typ, von Alter, von Fetisch halt unterschiedliche Weltbilder und Körperbilder gibt, die alle irgendwie ihre Berechtigung haben, aber in der jeweils anderen Community komplett falsch wahrgenommen werden oder als nicht schön angenommen werden. Und das finde ich halt immer sehr, sehr interessant zu beobachten, dass sich aber trotzdem die Leute immer auf dieses urtypisch schwule, jung, durchtrainiert, schlank, gut aussehend, am besten blond-blaue Augen. Weil das einfach das gesamtgesellschaftliche Schönheitsideal ist. Ist es das wirklich? Ja, natürlich. Jung, schlank, gut aussehend, ja. Normschön. Je nachdem. Also jung und schlank oder jung und schlank und sportlich. Das sind doch die drei Attribute, die für alle gelten. Mhm. Nicht nur für Schwule, sondern vor allen Dingen halt auch für Frauen, aber auch für heterosexuelle Männer, vielleicht nochmal ein bisschen abgeschwächter Form. Das ist das Schönheitsideal. Und dass sich das vielleicht bei den Schwulen noch mal so ein bisschen stärker herauskristallisiert, das kann sein. Da bin ich mir aber nicht sicher. Das ist wieder meine Theorie, dass man ja gleichzeitig der Mann ist und den Mann möchte. Man ist halt und das quasi so verstärkt. Begehrter und begehrender. Mhm. Dass das vielleicht so verstärkende Effekte hat, das kann sein, ja. Ja, aber es ist ja so, zumindest habe ich das so empfunden, Sachen, die man schön findet und Sachen, die man eventuell anfangs begehrt hat, wenn man es dann mal tatsächlich bekommt, ist es nicht unbedingt das, was man eigentlich haben wollte oder man hat sich davon was anderes versprochen. Ich denke mal auch so vom eigentlichen Aussehen, was man ja hat. Man hört es ja immer von Leuten, die eine Operation hinter sich haben und gedacht haben, okay, jetzt ist meine Nase kleiner, plötzlich sind die Wangenknochen zu groß, plötzlich müssen irgendwie Sachen ausgestopft werden. Ich glaube, dass es diese Selbstkritik, die man halt hat oder haben kann, die kann auch ins Unermessliche, ins Perverse im Endeffekt absteigen, weil das oder aufsteigen. Und ich weiß nicht, also. Das ist für mich aber ein Zeichen dafür, wie stark diese gesellschaftliche Norm oder dieses gesellschaftliche Ideal ist, dass du halt letztlich nie zufrieden bist und nie zufrieden sein kannst. Ich weiß, und dass selbst nicht. Und gleichzeitig wird einem eingeredet, dass man zufrieden sein kann, oder? Also ich meine, man macht ja nur Kurse, meldet sich nur an, weil man das Gefühl hat, man könnte das Ziel erreichen. Ja, weil es so verkauft wird. Es ist dann so, du gehst zum Kurs und dann bist du super schlank und durchtrainiert, dass du dann arbeiten musst, dass du dann je regelmäßig dahin kommen musst. Das wird halt meistens nicht erwähnt. Jetzt gibt es ja diese neuen, kennt ihr diese neuen Fitnessstudios, die jetzt so aus dem aufpoppen überall, wo dann so ein kleiner Raum mit Türen draußen aufmacht. Ja, das ist ja das, was hier genau, bei uns unten im Haus irgendwelche Elektroden kommt. Oder ja, irgendwelche anderen Systeme, die dann versprechen, dass man in der Woche 20 Minuten vorbeikommt. Was ich ehrlich gesagt auch nachvollziehen kann, wenn du, wenn weiß das ich nicht, bis fünf, ich weiß halt ja, nicht. Das ist halt die Frage, wenn du bis fünf arbeitest, dann bist du K.O. Ja. Und ich meine, wem sage ich das? Ja. Also, meine Kollegin, dann hast du keinen Bock, noch eine zwei Stunden ins Fitnessstudio zu rennen, dann hast du überhaupt keine Zeit mehr für was anderes. Von daher kann ich das nachvollziehen. Wobei ich glaube, das ist aber auch so eine Sache der Organisation. Ich meine, wir sehen das halt zum Beispiel, oder ich sehe das sehr häufig im Winter, wenn es draußen irgendwie schon ab 6 Uhr dunkel ist, mache ich deutlich weniger, als wenn es im Sommer 6 Uhr ist. Ja, ja, ja. Und dann hat man halt nur noch den ganzen Tag, also man hat sozusagen den halben Tag im Winter irgendwie verloren, weil man dann eigentlich auch nicht mehr raus, schläft oder gar nichts mehr macht. Oder man versumpft einfach so. Computerspiel. Oder so.
Und ich meine, im Sommer, dann hat man dann halt irgendwie eine Routine, dann geht man irgendwie zur Arbeit, kommt wieder, macht dann eventuell Essen, trifft sich dann noch mit Freunden, macht hier, geht eventuell auf Party oder wenn man jetzt tatsächlich regelmäßig Sport macht, das habe ich zumindest mal so zwei Monate lang exzessiv gemacht, dass ich 6 Tage am Stück Sport gemacht habe, 45 Minuten. Auch nicht gesund. Ob das jetzt gesund ist oder nicht, ist eine andere Sache. War es jetzt Sportshaming? Das Wollen dahinter ist häufig nicht so stark, dass man es dann auch wirklich. Ja, aber das finde ich. Man ist einfach faul irgendwann. Ja, aber das ist doch völlig okay, dass man faul ist. Ich habe halt das Gefühl, die gesellschaftliche Anforderung besagt, du darfst nicht faul sein. Faul sein ist das Problem. Aller Laster. Du musst dich halt immer permanent überwinden. Du musst immer besser werden, dich immer selbst mehr optimieren. So, du musst immer an dir arbeiten. Dass das halt eine ganz starke gesellschaftliche Antwort, vielleicht auch eine erst, die es in den letzten 20 Jahren so stark geworden ist. Ja, das ist neu, auf jeden Fall. Vielleicht auch mit dem Neoliberalismus verknüpft und keine Ahnung, also mit großen, größeren gesellschaftlichen Veränderungen, die damit einhergehen. Und aber damit einhergeht auch, dass man sich selber immer unter diesem Potenzial betrachtet. Das, also einerseits ist das cool, weil man denkt, man könnte auch ganz anders sein. Ja, dann, ja, und natürlich. Andererseits scheitert man dann immer an den eigenen. Ja, und das ist total frustrierend. Und ich glaube, da kann sich auch keiner also hundertprozentig von freimachen. So wie du vorhin gesagt hast, man muss sich irgendwie dazu verhalten. Also hat es, glaube ich, im Vorgespräch gesagt. Man auch selbst, wenn es mir egal ist, wie ich aussehe, verhalte ich mich ja dazu, dass es ein Schönheitsideal gibt und bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen davon. Ja. Und das, ich finde halt, dass das Paradoxe halt auch, dass wenn ich selber irgendwie sehe, okay, ich habe das jetzt so weit reflektiert, dass ich sehe, es sind irgendwie gesellschaftliche Anforderungen und so, dass es aber trotzdem jetzt nicht heißt, dass meine eigenen Ideale oder auch mein eigenes Körperbild dadurch entspannter ist. So. Also selbst wenn ich weiß, es ist alles gesellschaftlich konstruiert, fühle ich mich trotzdem zu dick. Ja, das finde ich halt das richtig Krasse. Ja, das und auch das so. Ausweglose aus der Situation. Ja. Man weiß, wo es herkommt. Man weiß, dass es irgendwie vielleicht, dass es noch nicht mal mein Selbst ist oder so. Und trotzdem, ja. Ja, sehr wahrscheinlich, weil es so krass schon eingeimpft wurde, auch schon seit der Kindheit oder was weiß ich, dass es noch vorreflexiv irgendwie funktioniert. Also du fühlst dich in einer Situation zu dick und dann fängst du erst an, drüber nachzudenken. Ja, warum denn eigentlich? So. Ja, ich wollte jetzt gar nicht so deprimierend hier ankommen. Ach, dieses Nachdenken endet immer in diese speziellen Form der Depression. Wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass durch diese Dating-Apps und speziell auch durch schwule Dating-Apps wie zum Beispiel Gay Romeo oder Grindr diese ganzen Mechanismen nochmal viel deutlicher werden. Also der Lokismus wird deutlich und in seiner ganzen Kälte. An dieser Stelle endet auch schon der erste Teil von 2 Teilen der Weird Sisters. In der nächsten Folge sprechen wir auch schon, wie leicht angeteasert eben gerade, über das Fettshaming bzw. Lookismus. Unter anderem auch darüber, wie nennt man seinen Freund eigentlich nach 10 bis 20 Jahren, wenn man mit ihm zusammen ist, aber keine Lebenspartnerschaft oder Ehe geschlossen hat in der Öffentlichkeit. Zudem ist das Thema Polyamorie noch ein wichtiges Thema und das Szenesterben in Deutschland bzw. allgemein, ob es überhaupt eins gibt. Genau, und noch einige andere Themen, wie zum Beispiel öffentliche Sexbekundungen. Wie steht ihr denn dazu? Wir freuen uns über Kommentare. Schreibt uns auf Facebook, Twitter oder podcast@mindscast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.